So, jetzt aber. Ja. Also ich bleibe am McCree. Unsere Geschichte beginnt in Adlersbrunn. Dort rief der Burggraf nach Helden, die ihm zu Hilfe kommen und ihn vor dem verrückten Dr. Junkenstein beschützen sollten. Aber würde sein verzweifelter Ruf Gehör finden? Wieso kann ich keinen Reinhardt spielen, Mann? Ein namenloser Soldat. Ich lasse lieber den mit mehr Aim, hier Anna spielen. Level 7er mit mehr Aim. Ich brauche mit Soldier kein Aim. Das ist ein Aimbot. Der hat ein Aimbot. Nur vier kamen zusammen, um die Burg gegen Dr. Junkenstein und seine Diener zu verteidigen. Schon ein bisschen Aim haben, sonst ist das halt original gar nichts. Bam 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 bam. Weniger. Ich würde eher sagen, weniger Pornos runterladen könnte helfen. Mikropenisse werden nicht recorded bei Pornhub. Auf YouTube würde ich sowas als Reichlich hochladen. Da wirst du binnen 5 Minuten nach dem ersten Video-Upload gesperrt. Der gute Doktor. Der Maus. Ach ja, im besten Fall nicht direkt vor das Tor stellen, dass diese blöden Wichsviecher einen zufälligen mal an das Tor drankommen. Blöden Granaten. Jetzt nicht so den Turn drauf, muss ich sagen. Kommt noch links, links. Wo bist denn du? Warte. Ich komm da noch durch. Ich geh da noch durch. Oh, hab ich. Das ist ja erledigt. Da muss man mit rechts achten. Ich hab keinen Schaden. Ich krieg die Viecher nicht tot. Also ich hab schon Schaden, aber ich krieg die Viecher nicht tot. Auf Dauer. Wenn da mehrere kommen, bin ich im Arsch. Das ist erledigt. Für mich. Bist du gerade runtergefallen? Bitte. Mitte, Mitte, Mitte. Ja, dann kommt mein Sohn. Ah, nee, die Leute heißt er. Oh, ich hab mich getroffen. Ah, oh, kaputt. Ja, konzentriert euch aber nicht nur auf den, gell? Hier kommen wir trotzdem nur normale Viecher. Wow! Ja, Jungs, ihr seid doch nicht alle an dem Scheiß. Ich lieg mal ein bisschen rum. Der hat bei mir auch irgendwie kaum Schaden gekriegt. No, jetzt ist er mein Soul gekommen, deswegen geil.
Ja. Ach man, lächerlich sowas. Hat sich das schon wieder erledigt mit dem Scheiß-Tor? Dann können wir auch gleich in den Lust-Modus ohne Dings probieren, ohne Torschein. Das geht wahrscheinlich schneller. Oben links. Ach ja, das ist ja nur der normale Modus. Das würde ich nicht sagen. Wenn die wirklich hier zu dem Event alle switchen, wo alle durchswitchen wollen, dann rein der Reifen kriegt die einfach beide. Höhere Position suchen. Timing. Ach so. Um Schicksal geprüft zu werden und zu versagen. Auf Vetter. Ich lebe. Oh, ich hab dich im Visier. Ich hab den falschen geschossen. War mir einfach in den Weg gelaufen. Sag mal. Hat besser geklappt als erwartet. Lecker. Rückstellst, du heizt dich nicht, du Krepe. Fick den, fick den! Ja. Nein! Ah, scheiße, oh Mann! Ja, Jungs hier, die machen auch Schaden, wenn die nicht explodieren gehört. Die ist so ein. Hm? Spring doch mal nicht so rum, ich treff da nicht. Ich will's gar nicht wissen. So, jetzt haben wir zumindest den, an dem wir letzte Runde vor Rechts sind, überlebt. Ne, wir sind an Junkenstein vor Rechts. Ach ja, oder? Stimmt, der ist die Metra ist ja jetzt da. Ja. Schaffst du schon. Wird schwierig. Muss schauen, was wir bekommen. Ja, meine ich getroffen. Was? Ah, die macht abnormalen Schaden. Boah! Lass mich in Ruhe, du Hau. Lass mich in Ruhe, du Hau. Hinter dir! Oh, kein Scheiß mit mir! Er ignoriert einfach diese Map, die hinter ihm steht so. Guckt ihn doch nicht. Geil, das war's. Unfähig weiterzukämpfen. Viel Leben seine Toten. Nun konnte keiner mehr Junkensteins Rache aufhalten. Tja. Tja, tja. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mhm. Ah, schwierig. Ja. Unsere Geschichte beginnt in Adlersborn. Dort rief der Burggraf nach Helden, die ihm zu Hilfe kommen und ihn vor dem verrückten Dr. Junkenstein beschützen sollten. Aber würde sein verzweifelter Ruf Gehör finden? Nur vier kamen zusammen, um die Burg gegen Dr. Junkenstein und seine Diener zu verteidigen. War das der schwierigste spielende Healer aus dem Game? Dr. Junkenstein lachte, als er geschrieben hat.
kämpfen. Weil der die Ult richtig teilen muss und so weiter. Ah ja, mal schauen. Immer schön. Jeder müsste sich im Bestverein Eingang halt nehmen, so. Und den die Damage machen. Am besten den dann so am besten irgendwo hoch, der dann, wo die Viecher nicht ins in der Mitte. Und dann der Mackie da oben rechts. So, das funktioniert, glaube ich, am besten. You know what I mean? Dann halt nur in der Mitte rumklumpen, wenn halt der, wenn halt irgendeine Special Gegner drin. Oder wenn halt irgendwo angelaufen wird ist. Wo kommst du denn genau her? Ich bleibe nie lange an einem Ort. Ich komme ursprünglich aus einer Stadt namens Bloomington. Ja, was heißt direkt? Jetzt bleib doch mal stehen da oben! Platz. Jetzt hab ich ihn. Alter, Leute. Bleiben Sie mal ganz entspannt. Ich versorge deine Wunden. Komm von links. Das Glück hatte den Revolverhelm verlassen. Der Bogenschütze sackte leblos zu Boden. Durchaus in Bewegung bleiben, ne? An einem stehen bleiben, ist nicht so gut. Das sollte helfen. Wenn du mich fragst, ist etwas, das so vollgepumpt ist mit Chemikalien, Elektrizität und was weiß ich noch alles. Kein Mensch mehr, sondern ein Monster. Ja, vielleicht. Möglicherweise sind sie aber gar nicht so alt, wie du. Naja, theoretisch brauche ich dann da eigentlich so an sich nicht. Weil im Endeffekt habe ich selbst hier so, weißt du. Also am besten wäre es, wenn du halt irgendwie mit den Dinger mit den anderen beiden zusammengammelst. So. Der Seelenherrscher war verflucht. Ein willenloser Diener der Hexe des Waldes. Das war eng. Das ist diesmal endgültig. Deine Qualen haben nun ein Ende. Komm ein Stück zurück. Ach gut. Wie gesagt, tatsächlich nicht rumklumpen. Dass diese blöden Bombenviecher euch nicht alle gleichzeitig ficken können. Sollte das gehen im Bestfall. Ich heb mir mal meine Öl auf, wenn der Dings kommt. Wo kommt der Mitte? Was hab ich? Okay, nice so. Kommt auch der Reifen. Wir werden halt hauptsächlich unseren Healer fokussen, diese Bombardierviecher. Hat das mit den Monstern dann gar kein Ende? Ein paar Zielübungen kommen mir gerade recht. Vor allem, wir fällen schon auf schwer und ihr läuft Legendary gesucht. ja. Holy Moing! Jeder weiß, wie wir den töten. Und mich. Muss den die Granate weg. Genau. Aber hier nebenbei auch nicht die Vampire vergessen, gell? Dass die nicht durchgehen. Nein, das ist ein Vierer explodiert. Ach, ist eh vorbei. Das ist egal. Ja, ist eh vorbei. Vom Vorplatz das Ding.
Du brauchst halt theoretisch einen, der sich trotzdem weiter um die normalen Viecher kümmert. Und halt drei, die anderen drei halt nur um den dicken. Mit dem Reinhard, kein Problem, da machst du die fertig, aber mit einer Enna. Also ich meine ja auch einen DPSer. Ich brauche die Enna brauchst du sowieso. Die Enna brauchst du ja sowieso, um den dicken zu töten. Und jetzt kriegst du Janito, der hält sich ja mit der Granate permanent gegen. Na, jetzt kommt wieder die Blöde. Das ist doch keine Emerald, oder? Fuck! Keine Chance. Das vergessen. Bitte nicht. Das vergessen. Ich komme das natürlich vorbei. So und ihr Inhalt sich mit dem Blut ihrer Verbündeten vermischt. Wir müssten die als Lied dorten, wenn die halt angefangen hat, Damage aufzuladen. Also wenn die richtig angefangen hat, Damage zu machen. Das ist jetzt auch meine letzte Runde, ich muss noch kommen, lassen. Ich bin doch Führer, was ist denn hier los? Auf schwer. Ja, weil es ist ja an sich nicht mal schwer. Das Problem ist halt ein blödes Symmetra. Du musst ja erst. Symmetra ist echt nicht. Muss, theoretisch muss einer oben neben dem Spawn stehen, wenn die alle spawnt. Und der instant den Schildgenerator weghauen. Aber würde sein verzweifelter Ruf der Höhe finden. Weil wenn der. Wenn der Schildgenerator weiter steht, regeneriert die ja, wenn die nicht gedamaged wurde, ja weiter im Leben. Oder halt gechillt. Nur vier kamen zusammen, um die Burg gegen Dr. Junkenstein und seine Diener zu verteidigen. Am besten der Hanzo, weil die springt ja dann runter. Dann zeigt kann sie einfach hochklappen und der Schildgenerator umbringen. Bogenschütze und ein Außenseiter. Eine bunte Truppe haben wir hier zusammen. So war es schon immer. Du ziehst die seltsamsten Gefährten an. Wie gesagt, geht das so ein Eingang hauptsächlich. Du kannst dich auch als Hand so einfach oben in die Mitte stellen, wo du hochklappen kannst, wo der Junglestein dann steht. Und dann einfach von dort aus aushelfen, je nachdem, wo gerade Bedarf ist. Du halt immer in Bewegung bleiben, dass die Viecher dich nicht töten können.
Weil wenn du zu lange stehen bleibst, haben die halt zu sehr ihre Schusswert auf dich. Ja, ist durch die Lappen gegangen, oder? Jesus. Ishikawa Goemon. Er wurde bei lebendigem Leib gekocht. Nur bei dir. Hast du noch ab? Hä? Wieso treffe ich dich nicht? Du standst genau im Schuss. Ach so, okay. Sah gerade bei mir so aus, deswegen. Das ist nicht unsere erste gemeinsame Schlacht. Und es wird nicht die letzte sein. Solange er keinen Blödsinn macht. Du willst die Ults nicht einfach mal so in drei Gegner rein wasten. Eine dunkle Präsenz erschien in ihrer Mitte. Der Seelenalter kommt, um eure Seelen zu holen. Sie erneuert, man erzählt sich. Der Seelenalter. Hatte einst seine Kameraden verraten und war seither verflucht. Der Soldat versetzte genau so müssen wir den Film. Und hoffte, dass es diesmal endlich war. Hier, der eine Kleine! Hier! Alter, Leute, Leute, Leute. Ich dachte, du kümmerst dich um die. Alchemie ist stärker als Magie. Bin ich schwach? Was schreibt ihr jetzt dann? Wie gesagt, nicht klumpen im Bestfall. Der Feind ist hier. Bitte. Oh. Noch links. Noch links. Rechts. Rechts. Links das Vieh, ja, nice. Nicht dafür. So, jetzt der Dicke. Ich hab meine Ulti extra aufgehoben. Theoretisch können wir auch die Technik sehen und einfach nur das Tor nehmen. Echt? Beste gestärkt. Die geheime Nacht ist auf der Schattenstein vollbracht. Neues Leben. Der Bogenschütze sagte leblos zu Boden. Hier, nimm ein Heil. Oh, da. Jetzt der Digga. Ah, Digga, der Digga, der. Nee, Reifen. Oh, zerschlagen. Gott sei Dank. Geh den Dicken. Oh nein, der Ulte, der Ulte, der Ulte. Ah. Kleine Viecher, kleine Viecher, kleine Viecher, kleine Viecher. Ich krieg den aber auch nicht geschlafen, ne? Zum Schlafen legen. Krieg ich einfach nicht. Das war's. Das war's erledigt. Egal, weiter geht's. Hier, du jetzt haben wir ihn, Alter. Geh weg! Jetzt wird gleich diese Match mit Bayer. Ich hab auch meine Ult. Nein! Ach komm! Wir haben viel zu lange für den Dings gebaut, einfach nur. Hallo! Geht doch! Sand. Reifen. Reifen.
vergessen. Ja, die kriegen wir nicht tot. Die killt uns wieder. Ey! Boah! Okay, ich bin mal weg. Vorhin haben wir Ah ne, vorhin war es auf normal, gell? Hilfe! Ich glaube, irgendwann haben wir das Auto nicht recht. Hilfe! Nein! Wir haben das vorhin dort gekriegt. Ja, wie gesagt, muss einer instant der Generator kaputt machen. Das wird sonst nichts. Die killt uns. Die schreddert uns. Die hat ja gar keine Chance. Wie gesagt, einer muss den Chat. Die schreddert uns kaputt. Einer muss den Chat-Generator schreddern, sonst war es das. Der fickt uns sonst. Ja, die normalen vier werden dadurch stärker. Also die muss runterspringen und dann muss einer instant hochgehen und den scheiß Jet-Generator kaputt machen. Die Stunde hat geschlagen. Und halt Ults am besten nicht für normale Viecher benutzen, immer nur für Bosse. Ach. Unsere Geschichte beginnt in Adlersborn. Dort rief der Burggraf nach Helden, die ihm zu Hilfe kommen und ihn vor dem verrückten Dr. Gertrude beschützen. Aber würde sein verzweifelter Ruf Gehör finden? Eine zurückgezogen lebende Alchemistin, bewandert in der Heilkunst. Ah ja, dann Attacke. Nee, reicht wohl nur einfach normal entgegengehen. Ja, du bist hässlich, das wissen wir alle. Heute Nacht sollte die Stunde seiner Rache schlagen. Soldat, eine Alchemistin, ein Bogenschütze. So, wer will sich jetzt eigentlich um die kleinen Viecher kümmern? Eben als der Reaper auf mich zugerannt ist, kamen mir bestimmt 5 Viecher entgegen, die zum Tor wollten. Die seltsamsten Gefährten an. Ey, das war bei dem Roadhog. Ach, keine Ahnung. Der Roadhog hat eh viel zu lange gelebt. Der hat so lange gelebt, dass er sogar die Ult fertig gekriegt hat. Und hätte uns mit der Ult einfach komplett gefickt. So. Müssen den killen, bevor die Ult von dem durchgeht. Das geht ja mal überhaupt nicht. Die Ult macht nämlich übelst Schaden. Er kann zwar in der Zeit nicht healen, aber das ist so in dem Fall eh egal. So. Wir kriegen das alles so easy bis 4 Minuten, dann wenn der Router kommt, wird es schon schwierig. Aber das Metal ist komplett Absturz. Ja, einfach ein Gegner so alles kaputt macht. So. Jetzt kommt der Reaper, den kriegen wir auch mal zum Dumm. Man muss ja mal sehen, wenn der reworked wird, dann ist das Event ja trotzdem noch weiter mit der Symmetra. Oder wirst du das Event eventuell noch einfach haben, weil dann hat die zum Beispiel die Barriere schon mal nicht.
Oh, das ist close, Alter. Der Soldat versetzte dem Seelenernter den Todesstoß und hoffte, dass es diesmal endlich. Er fast nicht viel durchgegangen, Alter. Was ist denn da, ne? Trinken wir lieber einen mehr, der Durst vielleicht auch da. Reifen! Mitte, Mitte! Noch einmal! Oben! Echt? Das ist Raw Dog. Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Gleich 10 Sekunden. Das mit den Monstern hat ja kein Ende. Lass sie nur kommen. Ein paar Zielübungen kommen mir gerade. Ich bin nur noch 30. Gleich 5%. So. Wow. Die Kreatur des Doktors wurde zu einem Monster gemacht, das danach trachtete, alles zu zerstören, das seinen Weg kreuzt. Wo ist denn der Dicker? Ich krieg dich nicht. Nein. Scheiße. Reifen, 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 Reifen. Der ist fast down. Der kann nicht heilen. Ah, ah ficken, der Reifen. Der Reifen ist durchgegangen. Das Monster ist erschlagen. Ich versorge seine Nein, wo kommt der denn her? Ach, ist egal. Der Reifen war eh schon durchgegangen. Egal. Ich krieg dich nicht. Ich habe den komplette Ult nicht gegen den Otok benutzt. Das Ult-Enner. Komm. Ah. Ja, ich kam nicht an dich dran. Du warst hinter der Mauer versteckt. Deswegen habe ich gesagt, warte bis die runtergesprungen ist. Fast tot. LOL, hat die noch viel Leben, kannst mich verarschen. Ja, Schild fickt, der Schild killt die, rettet die halt komplett, du hast, kommst doch nicht durch. Der Revolver hält unfähig weiter zu kämpfen, fiel neben seine toten Kameraden zu Boden. Nun konnte keiner mehr Junkensteins Rache aufhalten. Boah. Wir sind noch nicht mal bis zur Mercy gekommen, ey. Wird Zeit, dass die genervt wird. Verbindlichen Dank. Jo. Ich bin auch dann. Das ist mal eine Runde Fortnite, oder? Den Schreck, ja. Jo, ciao. Okay. Was?
Ja, Moment. Gleich wieder da. Auch groß, Chibri. Wow.
Ankunft beim Lijiang Tower. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Gleich geht's los. Weiß jeder was? Mein EMP braucht noch ein bisschen. Wow. Ich weiß, dass ich das besser kann. Wow, wir haben wieder einen AFK-Typen. Ich kümmere mich um das Ziel. Ich kann auch anders. Übung macht den Meister und jede Menge Beulen und Schramm. Ich bring dich wieder auf Vordermann. Ich bin sofort wieder da. Zurück auf Anfang. Kriegst eine extra Portion. Ich peppel dich wieder auf. Vorsicht, Scharfschütze! Schild ist aktiviert. Übung macht den Meister und jede Menge Beulen und Schramm. Verlängerung. Geht hinter mir in Deckung. Und noch Tüftung für dich. Hinter dir. Ich einfach 4 Goldmedaillen habe.
Ja, wir haben auch keinen wirklichen Healer und keinen Tank, ne? Finde ich nett. Danke. Wenigstens ein Tank. Fühlst du dich schon besser? Rest müsst ihr machen, Jungs. So muss das. In den Punkt, Jungs! Ja, ja, ich kann nicht hexen. Und Rüstung obendrauf.
drauf. Wow! Wow! Wo seid ihr alle, ihr Idioten? Zurück auf Anfang. Ja, dann setz ihn doch auch ein, du Blödmann! Scheiße! Schild hält Stand! Meine Barriere bricht gleich zusammen! Scheiße! Schild aktiviert! Ergeben Sie sich! Meine Barriere verbarrt! Ich gehe! Meine Barriere ist zu schnell! Danke! Was haben Sie gewonnen? Ich flick dich wieder zusammen. Schade. Highlight des Spiels. Ja. Ich hoffe, wir mal ganz gut selber.